Schön, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Nein, wir sind nicht die Aufnahmepartner ausgegangen und nein, Lukas zahlt mich nicht dafür. Ich kann mir das denken. Was soll Hallo? Lukas? Was soll das, Lukas? Nix, ich wollte mich nur ein bisschen in den Vordergrund rücken, deswegen. Ja, das dachte ich mir. Leute, dieses Format hat natürlich auch nichts mit dem Dummerstag zu tun, aber was das? Es gibt zwei separate Videos auf dem Kanal von Manuel zu sehen. Zwei Stück. Danke dafür. Das wär's dann auch an der Stelle. Natürlich, lasst auf jeden Fall bei mir gerne ein Abo da. Ist kostenlos, ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Wir werden uns jetzt gemeinsam lustige Kommentare auf YouTube vorlesen und uns versuchen dabei, gegenseitig zum Lachen zu bringen. Die Challenge ist relativ simpel. Wer lacht, kriegt am Ende der Gamescom von Tanzverbot den Fuß ins Mund. Ins Mull. Und ich würde sagen, ich fange direkt an mit Lara Punzer. Sie hat nämlich einen Kommentar geschrieben, das hat mich wirklich gekillt, Alter. Ich habe abends fast geheult. Und zwar hat sie geschrieben unter einem Rebecca Wing Video: Rebecca, Momo hat Vögelfüße, zwei Leerzeichen. Sie hat außerdem Augenringe und geht auf ihren Händen und sie kann nicht bei dir sein, zwei Leerzeichen, weil sie steht nur in einem Museum in Japan. Aldi, ist das eine Verarsche von dir? Sie ist eine Puppe, ich habe recherchiert mit SCH. Ich weiß alles über sie und sie kann dir nicht schreiben. Lara Punzer, das ist für dich der Literaturpreis 2018. Geil. Also, da müssen wir einfach mal sagen, Lara Punzer. Ne? Der Wahnsinn. Da hat sie wirklich 1A Recherche betrieben. Ja, sie hat investigative Journalistin sich hier eingesetzt. Rebecca hat scheinbar wirklich da einen Fehler gemacht. Vor allem Rebecca, Momo hat Vogelfüße und sie hat außerdem Augenringe und geht auf den Händen. Und sie kann nicht bald sein, weil sie steht in einem Museum. Ja. M-O-S-E-O. Ja, ich wollte gerade sagen, weil viele denken, die ist in einem Museum, aber es ist in einem Museum, Alter. Außerdem in Japan, Aldi, ist das eine Verarsche. Ne? Japan, also, Aldi. Lasst euch nicht verarschen, Momo gibt's nicht. Ich mach mal weiter mit dem nächsten, und zwar von Longboarder 2804. Warum man nicht kommen will. Egal, auf jeden Fall schreibt er, und der ist wirklich geil. Komm doch her, wenn du Eier hast. Kevin, 23, mobbt seinen kastrierten Kater. Oh shit. Geht ja auch ganz witzig eigentlich, wenn man in der Legebatterie arbeitet und das zu einem Huhn sagt, ne? Also, ja. Ist ja auch lustig, ne? Weil mach einfach den nächsten Unterleis, okay? Super, Manuel, du bist dran. Ich weiß auch nicht, was dieser Wert hier mir sagen möchte. Du Dreckshuhn, du Nissen gestohlen, behindert, du hässlicher Glatzkopf. Was sind Nissen? Konstruktive Kritik. Was war das? Was sind denn du Nisten, Alter? Du hässlicher Glatzkopf. Hä? Mann. Hat er sich vielleicht vertan in den Kommentaren? Ich glaube, da war jemand bei Lukas. Ja, nice auf jeden Fall. Ja, aber mit so Kommentaren traust du dich nur auf die Straße zu gehen, oder wie ist das? Nee, also ich hab alles outgesourced, also auch so, ja, so Lebensmittel kaufen und so, das kommt alles jetzt zu mir. Kommt alles mit der Drohne ins Behindertenheim. Patroklos hat geschrieben, du drehst keine Mumu-Videos mehr oder andere Videos, wann triffst du wieder ein Video, hat sich Mumu77 gefressen, was ist? Mach doch ein... Wer ist jetzt Mumu77? Rebecca, warum machst du keine Mumu-Videos mehr? Oh, Rebecca, das war falsche Plattform. Rebecca, oh weia, Rebecca. Lukas, hast du noch was Lustiges? Ja, ich hau mal den nächsten raus, und zwar vom lieben Timon, der schreibt nämlich, also sie, gute Nacht, Süßer, LG, er, gute Nacht, Süße, Samsung. Boah, Junge, Alter, Lukas, nein, Lukas, Alter. Manuel hat gelacht, Junge. Digga, ich nehme schon mal gerne hier ganz kurz ein Gewinnspiel von Arbor Dread, Digga. Ja, stimmt. Das ist nämlich ein HDC. So, geil, toll. Ah. Also, so. Also, es schreibt jemand Folgendes. Das Kommentar besteht aus zwei Leuten. Okay. Also hat jemand geantwortet. Es fuckt übelst ab, dass immer noch alle sagen, Lukas ist fett. Der ist übelst dünn geworden. Revi ist eh der hässlichste und fetteste von allen. Dann antwortet einer und schreibt, stimmt, aber einer ist noch fetter. Da muss man auf mehr Anzeigen gehen und statt hier mal so ein Vibe. Ich liebe es, Alter. Aber Lukas, überleg mal. Du bist wie das Klassenopfer früher und hast trotzdem 1 Million Abonnenten. Tja, das ist halt hart, halt, ne? Es ist hart, aber auch geil. Ja, lass mir das. Ja. It's Vibes hat geschrieben, vor 8 Monaten. Vibe, Papa, kannst du mir ins Kino fahren? Papa, warum bist du nicht wieder ein Freund Kevin? Vibe, Doppelpunkt, Kevin ist seit 5 Tagen verschwunden. Papa, sag ich doch. Ja, das auf jeden Fall.
Das Lustige ist, wenn man den echt drauf gewohnt. Lukas, ich habe mit deinem Papa schon mehrfach gesprochen. Ja. Und er hat ja auf der Gamescom mehrfach erwähnt, wie er versucht hat, dich an Autobahnraststätten loszuwerden. Das Ding ist halt, dass du immer wieder nach Hause gekommen bist, leider. Das ist es, ja. Naja, vielleicht, ich hoffe irgendwann, dass das Finanzamt dich wegsperrt. Lukas, mach doch einfach ganz kurz einen Kommentar. Mach den nächsten, und zwar von Simi Punk, vor 3 Monaten geschrieben: Hab gestern Denergy getroffen. Mehr Anzeigen. War echt fett. Das ist halt einfach Real Talk, ne? Was soll man da sagen? Mann, ist das stumpf, Alter. Ja, Lukas, ganz ehrlich, Digga, vor 6 Monaten konntest du sowas nicht rauslassen, ja? Nee, da war ich halt einfach selber noch fett, aber jetzt... Was bist du jetzt? Ja, ich nenn's einfach sexy, so für der Oberbegriff, was soll ich da sagen? Also, na gut. Was war denn hey. Was hast du denn noch Schönes? Von, das ist der zweite Account von Mr. Gamer Pros. I love Shisha U2. Geiler Name. Schön einfach. Allein in der Stadt, nichts zu tun. Mein persönlicher Tipp: An jedem Ort, der einem in den Sinn kommt, masturbieren. Ob vor der örtlichen Polizeistation, einer Kirche oder McDonald's. Ja. Das ist gut. Finde ich gut, dass man sowas random schreibt. Also, bisschen verstörend, aber sonst. Ich wollte schon wieder irgendwas mit Lukas Familienmitgliedern sagen, aber ich lasse es einfach. Guck mal, dieser Kleine. Und zwar habe ich hier einen Kommentar von Pornhub erhalten, vor einer Woche. Pornhub? Ja, wir möchten uns für die Nutzung von Pornhub bedanken. Bereits 70 ihrer Sexvideos sind online. Wir weisen sie darauf hin, dass das Hochladen von Videos, in denen Sex mit Tieren, Männern oder Frauen über 60 und Minderjährigen vorkommt, laut unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen strengstens untersagt ist. In den von ihnen hochgeladenen Videos, Anal mit dem Wal, Blasen mit der Rentnerbande und Warten am Kindergarten, haben sie erneut die Vorschriften verstoßen. Warten im Kindergarten? Wir sind nicht bereit, ihren Mangel an Anstand und Moral länger hinzunehmen und teilen die mit, dass bei einem erneuten Verstoß ihr Zugangsprofil, der geile Zweiloch hängt, XXL, unwiderruflich gelöscht wird, hochachtungsvoll, ihr Pornhub-Team. Ja, das Kommentar habe ich tatsächlich auch unter den Videos von Lukas gefunden. Ah, wahrscheinlich. Ich auch gar nicht genau. Ja. Ich mache mal den nächsten Saft. Night Y schreibt: Zu Hause arbeitet ihr scheiße. Sam, 27, Feuerwehrmann. Ist das stumpf, der war ja, aber der war doch gut. Ja, aber stell dir mal vor, du bist Feuerwehrmann und aber das brennt. Ist zu Hause. Ja. Und dann siehst du das, auf diesem Piep, da siehst du, dass es deine Adresse ist. Ja, was machst du dann? Weinen. Du direkt um oder fährst du dahin? Ich würde in Urlaub fahren. Alles klar, top. Stimmt. Mario, hast du da was? Ja, und zwar von der Seehund Gaming and Memes. Der kriegt ein Abo, Alter. Pass auf, darum geht's sogar. Ich geb dir ein Abo, wenn du mir ein Abo gibst. Okay, cool. Wie schon gesagt, eine Hand wäscht die andere. Aber so habe ich das auch gemacht mit meinen Millionen Abonnenten. Schreibt in die Kommentare, als würde ich mit dir unterhalten. Okay, eine Hand wäscht die andere. Na dann. Ja, los geht's. Ja, Jungs, habt ihr noch Kommentare? Nee, ich bin blank. Ich habe auch kein Geld mehr auf der Bank. Jetzt sind aber nicht über 10 Minuten, Leute. Jetzt haben wir hier gerade bei meinem Video nicht die 10 Minuten. Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir denn da? Das war's für unser wunderschönes Video. Schaut auf jeden Fall nicht bei Mario vorbei, denn der ist daran schuld, dass das Video vorbei. Unter 10 Minuten ist. Hallo. Schaut bei Mario vorbei, abonniert ihn bitte. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.